Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mass Effect Andromeda. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, beim letzten Mal wollten wir uns zu Sam begeben, weil er hatte ja unbedingt mit uns zu reden. Mir ist allerdings zwischen den Aufnahmen eine Sache eingefallen und deswegen werden wir uns nochmal zurück zur Nexus begeben. Und zwar war da ja bei Kandros, dem Anführer der Miliz, noch so ein Terminal, wo man sich Missionen ansehen konnte. Und da wollte ich einmal schauen, ob wir da vielleicht jetzt schon irgendwas haben. Das ist die Kryostation. Zur Kommandozentrale wollen wir. Ja, wie gesagt, ob wir da schon irgendwelche Missionen haben, die möglicherweise, wenn wir jetzt der Hauptstory folgen, dann nachher nicht mehr machbar sind. Und wir wollen natürlich so wenig wie möglich verpassen. Ich glaube, wo war das? Ach, da hinten. Ich bin mir sicher, Professor. Hier war das. Einsatzteam-Mission, genau. Diese Konsole zeigt die aktuellen Missionen der Miliz-Einsatzteams an, Pathfinder. Sprechen Sie bitte mit Tyrion Kandros, um eine Zugangsfreigabe zu erhalten. Okay. Erstschlag. Auf der Nexus oder über die Vikcon, der Tempest mit Kandor, bla bla bla. Das ist die Konsole für unsere Einsatzteams. Worum handelt es sich dabei? Angriffs- und Exfiltrationstrupps. Und wenn wir die Besten brauchen, habe ich noch Apex. Kampfexperten, die sich verpflichtet haben, uns zu verteidigen. Da sie den Cluster quasi aus der ersten Reihe erleben, kann ich sie dazu autorisieren, die Teams einzusetzen. Das wäre super. Die Frage ist nur, wofür könnte man diese Teams einsetzen? Für welche Situationen sind sie geeignet? Sie können zivile Außenposten schützen, zentrale Stellungen halten oder einfach nur die Kette ablenken. Autorisierung erteilt. Viel Glück da draußen. Ja, klasse. Wir haben die Autorisierung für die Einsatzteammissionen. Verfügbare Einsatzteammissionen ansehen, das machen wir doch direkt mal. Oh, da haben wir auch drei Stück. Den Spion identifizieren. Leertaste wählen. Irgendwie kann ich hier gerade nichts auswählen, oder? Wählen. Ach so, jetzt kriegen wir das Ganze erstmal erklärt. Lesen Sie die Beschreibung jeder Mission, erfahren Sie das dabei geltende Zeitlimit, die Belohnung im Erfolgsfall und alle dabei relevanten Merkmale oder Eigenschaften. Diese Missionen sind derzeit für Ihre Einsatzteams verfügbar. Wählen Sie mit Leertaste eine Mission, um ein Einsatzteam loszuschicken. Sehen Sie täglich nach neuen verfügbaren Missionen. Das Symbol bezeichnet den Schwierigkeitsgrad der Mission. Verstehe. Den Spion identifizieren. Okay. Benötigte Zeit. 1 Stunde 27 Minuten. Läuft nach Abschluss. Oh, die Zeit läuft schon. Wir haben Anlass zur Vermutung, dass einer unserer Leute dem Feind Informationen zukommen lässt. Greifen Sie ein feindliches Kommunikationszentrum an. Beschaffen Sie uns einen Namen. Leise und tödlich. Relikte. Okay. Ja. Ja, wir haben unsere erste Mission. Super. Meldung aus dem Maschinenraum. Der Energieverbrauch. Und jetzt? Jetzt muss ich mal gerade im Logbuch gucken. Nee, Quatsch. Nicht im Logbuch, sondern doch. Helios-Aufgaben. Nexus. Erster Mörder. Achso, das war die Mission. Da sind wir ja auch dran. Verschollene Archen. Priorisierte Operation. Wo ist denn jetzt diese Mission, die wir gerade ausgewählt haben? Okay. Keine Ahnung. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zu Sam. Vielleicht gibt sich das ja von selbst. Oh. Warum der... Hä? Oh. Wir sind auf dem falschen Deck gewesen.
Jetzt aber. Ah, Leute, ihr seht auch sehr beschäftigt aus. Und dann schauen wir mal, was Sam zu sagen hat. Hallo Ryder. Willkommen zurück im Sam-Kern. Ich habe meine Verbindung zu Ihrem Implantat angepasst. So ein Kopfschmerz wie vorhin sollte nicht wieder vorkommen. Das will ich aber hoffen. Was war das überhaupt? Du hast gesagt, wir müssen etwas Vertrauliches besprechen? Sie sollten einige Dinge wissen, bevor Sie zu Ihrer Expedition aufbrechen. Es schien mir das Beste zu sein, wenn wir dabei unter uns sind. Ja, aber bitte keine Sachen von mir geheim halten, ne? Beziehungsweise hat es einen Grund, warum du das vor mir geheim hältst? Ich verstehe nicht, wieso diese Heimlichtuerei nötig ist. Ihr Vater hielt es für das Beste. Was wollte er vor uns geheim halten? Meine wahren Fähigkeiten. Alec hat die Sicherheitsprotokolle des Implantats außer Kraft gesetzt. Ich habe somit uneingeschränkten Zugriff auf die Physiologie des Pathfinders. Das heißt, auf mich? Ja, und nur auf Sie. Falls erforderlich, kann ich als Kraftverstärker dienen, um Ihre motorischen und neurologischen Fähigkeiten drastisch zu verbessern. Sehr interessant. Alec nannte sie Profile. Sie liefern einzigartige taktische Verbesserungen während des Kampfes. Ihr Vater zog es vor, diese Tatsache für sich zu behalten. Ja, grundsätzlich... Ja, ich weiß nicht, ist das so schlimm? Also ich finde das jetzt nicht tragisch. Und ich glaube, wenn es dann um drei Ecken ans Licht kommt, dann könnte es eher zu Verwirrungen führen. Das kann ich gut verstehen. Die Leute könnten ein falsches Bild bekommen. Oh. Supersoldaten. Ein Computer, der einen Menschen kontrolliert. Das war jetzt nicht meine Intention. Es ist eine symbiotische Beziehung, von der beide Seiten profitieren. Was hast du davon? Obwohl ich künstlich erschaffen wurde, bin ich doch vollständig empfindungsfähig. Weit mehr, als es selbst der Initiative bewusst ist. Ich kann dir nicht folgen. Du bist eine KI. Was unterscheidet dich von anderen? Ich bin eine neue Art von KI, die unmittelbar aus menschlichen Erfahrungen lernt. Ihr Implantat ist mein Fenster zur Welt. Wow. ja, würde ich wahrscheinlich, wenn ich da stehen würde, direkt sagen, aber wir sind natürlich etwas professioneller. Allerdings werde ich weiterhin die Kontrolle haben, oder? Aber der Mensch hat trotzdem das Sagen, oder? Natürlich. Ich war nie dazu gedacht, den Pathfinder zu ersetzen. Nur dazu, ihre Fähigkeiten zu fördern und zu verbessern. Dann bin ich ja beruhigt. Also, wie sieht der Plan aus? Ich befinde mich in einer ungewöhnlichen Lage. Obwohl ich Zugang zu den Erfahrungen Ihres Vaters hatte, ist mein Verständnis lückenhaft. Wieso das? Er hat einige Bereiche meiner Speichermatrix blockiert. Warum? Womöglich, damit ich seinen Plan nicht kenne, wenn Sie mich danach fragen. Ja, das sehe ihm ähnlich. Aber es geschah nicht planlos. Je mehr Fortschritte Sie als Pathfinder machen, desto mehr Blockierungen werden entfernt. Sie sollten vielleicht in den Quartieren Ihres Vaters beginnen. Und falls Sie keine weiteren Fragen haben, Ihr neues Schiff wartet auf Sie. Danke. Mhm. Mit Profilen kann Sam Ryders Implantat umkonfigurieren und die Leistung auf dem Schlachtfeld verbessern. Wählen Sie ein Profil und drücken Sie Leertaste, um es zu aktivieren. Investieren Sie in Kampf-, Tech- oder Biotik-Fähigkeiten, um mächtigere Profile mit verschiedenen Stilen freizuschalten. Drücken Sie Escape zum Beenden. Ja, ich glaube, das hatten wir schon, oder? Es sind doch hier dann... Nee. Nicht? Wie sind wir denn jetzt da reingekommen? Scheiße. Hier? War das da? Ah, hier sind wir. Okay. Dun. Ah, verstehe. Dann können wir das hier umändern. Dies ist alles noch nicht freigeschaltet. Ja gut, wir haben zurzeit sowieso nur den Soldaten. Zu ihrem Schiff gehen. Oder er hat ja auch gesagt... eine Möglichkeit finden, Sams Erinnerungsblocks zu entfernen. Oh, Moment. Das ist wieder so ein... Pathfinder, Captain Dunn hat befohlen, außer Ihnen niemanden in die Kabine Ihres...
so ein Schleich- oder Ortungs- Dingens. Was haben wir denn hier? Eine Kaffeemaschine. Ja, den brauche ich. Die Kaffeemaschine, die Mom für Dad besorgt hat. Deine Entwicklung hatte ihn so in Beschlag genommen, er brauchte das Koffein. Mir war nicht bewusst, dass ich meine Existenz einer Bohne verdanke. Dann weißt du jetzt, wie sich Demut anfühlt. Das sieht alles sehr interessant aus hier. Können wir diese Waffen nehmen? Die erste Schusswaffe ihres Vaters. Ein Erinnerungsstück an seine Anfangszeit bei der Allianz. Ich wette, sie hat einiges erlebt. Alec erzielte seinen ersten Kampfabschuss während des Erstkontaktkrieges. Als die Turianer noch unsere Feinde waren. Verrückte Zeiten. Was ist das? Eine SSV Normandy SR2. Ist das eine Waffe? Ist es eine Waffe? Nahkampf. Universalklinge. Was haben wir denn da jetzt aufgenommen? Gute Frage. Mods. Also irgendwie finde ich das alles noch ein bisschen sehr verwirrend, muss ich sagen. Zu viel auf einmal. Es ist aber auch schon Ewigkeiten her, dass ich, ich glaube, Mass Effect Andromeda 2 war. Ach, Mass Effect 2 Andromeda. Andromeda natürlich nicht. Jetzt haben wir hier das Archivsystem. Was ist da drauf, Sam? Die persönlichen Logs ihres Vaters. Ui. Einige davon sind verschlüsselt. Gucken wir uns die mal nach und nach an. Endlich ist der Tag gekommen. Wir verlassen die Erde. Wir springen zuerst durch einige Portale und igeln uns dann für die lange Reise durch den Orkusnebel ein. Es ist beängstigend, über all die Hoffnungen und Träume an Bord der Hyperion nachzudenken. Ich habe natürlich auch eigene. Ich war nicht der Ehemann oder Vater, der ich hätte sein sollen. Ich hoffe, 600 Jahre können einen Menschen verändern. Also ihr merkt schon, es gibt sehr viel Hintergrundwissen hier, das man sich noch zusätzlich aneignen kann. Ich muss mal schauen, inwieweit ich das in dieses Let's Play einbaue, dass sich das nicht immer zu lang zieht. Ich versuche einfach immer kurze Passagen dann mit reinzunehmen, dass man zumindest ein bisschen Hintergrundwissen mitbekommt. Sam, das ist eine Erinnerung wegen Dr. Liara Tassoni. Sie ist eine Asari-Archäologin, mit der ich vor einigen Jahren korrespondiert habe. Sie hat Erfahrung beim Studium alter Kulturen. Sorge dafür, dass das Team ihre Forschungsergebnisse bekommt. Sie könnten in Andromeda nützlich sein. Ich bin ziemlich sicher, dass meine Schwester Dr. Tassoni mal erwähnt hat. Eine Expertin für Proteaner, oder? Ich habe Dr. Tassonis Forschungsergebnisse auf Datenpads gespeichert. Hallo Alec, hier ist Dr. Tassoni. Ich fühle mich geschmeichelt, dass Sie mich kontaktiert haben. Die meisten Wissenschaftler lehnen meine Arbeit ab. Aber ich bin jung und eine Asari. Und die werden älter. Da wollen wir doch mal sehen, wer das letzte Wort hat. Bis dahin überlasse ich Ihnen gerne meine Forschungsergebnisse. Hoffentlich kann Ihr Team etwas damit anfangen. Eieiei. Hallo Alec. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich muss sagen, bei dem Gedanken, eine andere Galaxie zu erkunden, brummt mir der Kopf. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht sicher, wie jemand so eine Reise überleben kann. Und außerdem könnte ich es nicht ertragen, die Milchstraße zu verlassen. Es gibt noch so viel über die Proteaner, das ich hier zu ergründen hoffe. So viel potenzielles Wissen, das ich anzapfen möchte. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg. Viel zu sagen haben die sich. Letzter Eintrag. Dann hat eine Erkundungsmission auf Habitat 7 zugestimmt. Ich packe jetzt. Ich mache mir Sorgen um Sarah. Dr. Tepero sagt, es sei alles in Ordnung, aber sie ist meine Tochter. Wie soll ich mir da keine Sorgen machen? Ich hasse es, sie so zurückzulassen. Das sind diese Augenblicke, in denen du dir wünschst, du hättest deinen Kindern öfter gesagt, dass du sie liebst. Oder überhaupt mal.
Und das bringt mich zum schwierigen Teil. Kinder, falls mir etwas zustößt, gibt es Dinge, die ihr erfahren werdet. Ich hoffe, ihr werdet sie verstehen. Da bin ich mal gespannt, was unser Vater für Geheimnisse vor uns gehabt hat. Ja, die anderen verschlüsselten Logs, können wir darauf zugreifen? Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Okay. Das wird wahrscheinlich auf die anderen auch zutreffen, deswegen gucken wir mal. Sam, was war das? Ein eidetischer Auslöser mit Bezug auf ihren Vater und die Teile meiner Speichermatrix, die er blockiert hat. Was hat ihn ausgelöst? Alec hat ihn mit ihrem Fortschritt als Pathfinder gekoppelt, nicht mit einem Ort. Es mag verwirrend sein, aber meine Programmierung ist eindeutig. Wenn Sie weitere dieser Auslöser finden, werden die Erinnerungen freigeschaltet. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Mhm. Werden wir gleich tun. Ich bin Dr. Liara Tassoni und ich habe mehrere Jahrzehnte damit verbracht, die alten Proteaner zu studieren. Wie jedermann weiß, waren die Proteaner eine Hochkultur, die vor etwa 50.000 Jahren in der Milchstraße gedieh und dann verschwand. Selbst zum jetzigen Zeitpunkt, im Jahr 2182, bleibt ihre Kultur ein Geheimnis. Ich habe im Verlauf meiner Studien einige Techniken zur Analyse beliebiger alter Kulturen entwickelt. Ich hoffe, die wissenschaftliche Gemeinschaft kann daraus Nutzen ziehen. Dann schauen wir mal, was wir Neues über unseren Vater erfahren können. Weiter. Die Blockierungen, die Ihr Vater in meine Matrix eingebaut hat, öffnen sich. Ich kann jetzt spezifische Erinnerungen abspielen, von denen Alec wollte, dass Sie sie sehen. Moment. Ich kann seine Erinnerungen tatsächlich sehen? Ja. Sie erleben sie über Ihr Implantat. Okay. Jeder Tag bringt was Neues. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt aus der Zeit, als Ihr Vater auf der Citadel stationiert war. Alec, Ihre Empfehlung wird abgelehnt werden. Künstliche Intelligenz? Unsere beste Option. Wenn der Rat davon erfährt, wird das Ansehen der Menschheit nachhaltig geschädigt. Sie wollen zu viel. Botschafterin Goyle, ich bin der Militärattaché auf der Citadel. Ich muss der Erde einen Vorteil verschaffen. Und KI ist Ihre Antwort? Wir müssen aufholen. Die Asari, die Salarianer, sie sind uns Jahrhunderte voraus. Aber das ist illegal. Nach deren Regeln. Weshalb der Erde einen Vorteil verweigern? Wie sieht dieser Vorteil aus? Freiheit. Wir sind Gefangene unserer fünf Sinne. Es gibt eine Realität, die wir nicht wahrnehmen können. Aber KI schon. Wie? Indem wir unsere Fähigkeiten verbessern und neue hinzufügen. Aber trotz all dem haben die Geth revoltiert. Weil sie von ihren Schöpfern getrennt waren. Wir würden KI und Menschen direkt verbinden, damit sie die Welt gemeinsam erleben. Kein Schöpfer, also auch keine Revolte. Tut mir leid, Alec. Das ist zu riskant. Ich schätze Sie, aber Ihre Anfrage ist abgelehnt. Alec? Alan, was hat der Arzt gesagt? Dass ich die Zeit genießen soll, die mir noch bleibt. Es gibt keine Heilung, Alec. Ich sterbe. Nicht solange ich lebe. Wow. Mom wieder zu hören. Ich wusste nicht, dass Dad es so herausgefunden hat. Alec war ein sturer Mann. Aber er hat das ja für unsere Mutter getan. Zum Glück. Moms Leben war es wert, dafür zu kämpfen. Anscheinend ist dieser Eigensinn auch auf mich übergegangen. Niemand wollte zuhören. Die Vorstellung von dir hat den Leuten zu viel Angst gemacht. Danach hat Dad uns zur Erde zurückgebracht, um sich um Mom zu kümmern. Warum wollte er wohl, dass ich das sehe? Vielleicht war das der Anfang. Wovon? Unbekannt.
Private Audiologs sind jetzt im Quartier Ihres Vaters verfügbar. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben Sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Okay, um die weiteren Fragen von Sam kümmern wir uns später. Das war vorerst alles. Natürlich. Das läuft uns bestimmt nicht weg. Er sagte, er hat weitere Erinnerungsfragmente geortet. Kommen wir jetzt hier im Archivsystem weiter? Die persönlichen Logs Ihres Vaters. Ach, guck mal hier, Ellens Krankheit. Erstaunlich, wie sich das Leben in einem einzigen Augenblick ändern kann. Plötzlich spielt meine Karriere keine Rolle mehr. Diese großartige Frau, mit der ich so viele Jahre verheiratet war. Ihr Ende naht. Ich denke immer nur an die Zeiten, als ich nicht für sie da war. Aber das wird sich ändern. Ich habe so das Gefühl, dass Sam mehr sein könnte, als ich mir je vorgestellt habe. Die anderen drei sind noch verschlüsselt, weil uns die Erinnerungsfragmente von Sam noch fehlen. Ja. Dann würde ich vorschlagen... Ach nee, das war einfach nur der Kodex. Verschollene Archen. Hier Familiengeschehnisse. Der Riders. Kriegen wir da irgendwas angezeigt? Nein. Gut, dann... Nehmen wir jetzt mal die Mission Ein neuer Anfang in Angriff zu ihrem Schiff. Also ist, wie gesagt, ich werde zwischendurch immer wieder mal ein bisschen Dialoge führen. Aber das alles auf einmal zu machen, halte ich persönlich für ja, einfach zu langweilig auf die Dauer, glaube ich. Und auch zu viel Input auf einmal. Man muss ja erstmal das Gehörte ein bisschen verarbeiten. Oh, hallo, Cora. Mal sehen, was uns Tan gibt. Es soll was Besonderes sein. Wir sind unterwegs. Ist das Schiff bereit? So gut wie, und es sieht fantastisch aus. Wir sind gleich da. Wie es aussieht, werden wir da draußen auf uns gestellt sein. Mit anderen Worten, wir improvisieren. Ja, wir nennen es taktische Improvisation. Aber zumindest tun wir es mit Stil. Das ist die Tempest. Ja, schick. Geil, sieht so ein bisschen aus wie ein Formel-1-Wagen. Sehen wir sie uns mal genauer an. Auf jeden Fall. Gebt mal ein bisschen Gas, Leute. Wir sind 14 Monate im Verzug. Sie sind also derjenige, der hier das Sagen hat. Vetra. Vetra Nix. Logistikerin, Problemlöserin, Schützin und alles dazwischen. Sind wir soweit? Je schneller wir verschwinden, desto besser. Sie kommen mit uns? Ja, andernfalls würden sie dieses Schiff nie von der Station lassen. Warum? Weshalb die Eile? Ich will einfach nicht noch mehr Zeit vergeuden. Moment mal, sie gehen nirgendwo hin. Verdammt! Was für Probleme gibt es? Ich war's nicht. Stimmt was nicht? Direktor Addison verlangt eine vollständige Aufstellung der Vorräte, Munition und Crew der Tempest. Direktor Tan hatte anders entschieden. Das Schiff ist mit Ausrüstung für die Außenpostensuche bestückt und fällt somit in Direktor Addisons Ressort. Ich kenne sie doch. Ben, richtig? Sie sind mit ihrer Familie hier, oder? Und ihr Sohn ist noch in Stase? Ich könnte dafür sorgen, dass er vorgezogen wird. Wirklich? Ja, wirklich. Es hieß, er sei nicht essentiell.
aber er fehlt mir. Ich weiß. Ich habe auch Familie, Ben. Erledigt. Addison wird mich umbringen. Ja gut, aber ne? Prioritäten müssen gesetzt werden. Beeindruckend. Das gehört zum Job, Pathfinder. Abgesehen davon war es nicht wirklich schwierig. Und im Moment brauchen sie Leute, die Probleme lösen, statt neue zu schaffen. Und ich habe sowieso so ein bisschen das Gefühl, endlich dass... jemand, der wirklich etwas bewegt und nicht nur darüber redet. So ein bisschen das Gefühl, dass Addison uns generell nicht mag. Das haben wir ja schon festgestellt, als sie über unseren Vater geredet hat. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Der neueste Stand der Technik. Labors, Sensoren, Forschungsausrüstung. Und natürlich die Crew. Sie sind die Besten ihres Fachs. Ah, schön, dass es Ihnen gut geht. Das Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche. Aber es läuft verdammt viel ruhiger. Das ist Gil Brody, Techniker, Mechaniker und Allround-Schrauber. Das hier nennen wir den Forschungsraum. Hier können wir Ausrüstung aufwerten, Daten sammeln. Router aktiviert. Verbindung zur Tempest wird hergestellt. Willkommen an Bord, Sam. Und Ryder, natürlich. Suvi Anwar, unsere Wissenschaftsoffizierin. Ihr Quartier liegt unten. Hier oben ist genug Platz, um alle zu versammeln. Das ist ihr Schiff. Es ist leicht, unauffällig und das schnellste seiner Klasse. Das klingt doch super. Und ja. Also ich persönlich freue mich sehr darauf, endlich mal wieder raus zu können. Und ja, wir freuen uns auf das Abenteuer. Uns steht wirklich etwas Großes bevor, nicht wahr? Das Beste haben Sie noch gar nicht gesehen. Sobald Sie losfliegen wollen, gehen Sie auf die Brücke. Unser Pilot sorgt dafür, dass wir startklar sind. Ich sollte zur Brücke gehen, wenn wir startbereit sind. Der Meetingraum. Von dem Tisch in der Mitte aus können Sie Videoanrufe machen. Oder auch nur die Crew versammeln. Aha, okay. Dann wollen wir uns mal vorstellen, oder? Ah, okay. Keine Kontaktoptionen verfügbar. Ja. Warum sollte sich der neue Captain des Schiffs, falls wir es überhaupt sind... Warum sollte sich der Pathfinder vorstellen? Sie können von hier aus Forschungsprojekte durchführen und mit der Nexus koordinieren. Mhm, das machen wir. Das Equipment hier ist der Wahnsinn. Pathfinder, sehen Sie sich mal dieses Spielzeug an. Huch, nee, ich wollte eigentlich mit Liam sprechen. Wir scheinen zwar ständig in Eile zu sein, aber für ein neues Spielzeug ist immer Zeit. Besonders dann, wenn es nützlich ist. Für neues Spielzeug bin ich immer zu haben. Wir können hier mit alten Kram wiederverwerten. Zum Beispiel alles, was Sie sich auf Habitat 7 geschnappt haben. Rohmineralien, Tech, was auch immer. Die Forschungsstation wird das Zeug zerlegen und Ihnen neue Möglichkeiten bieten. Ja, dann fröhliches Sammeln. Ich werde jeden Vorteil nutzen, den ich kriegen kann. Selbst wenn ich dafür Schrott suchen muss. Hey, mit Tech wie dieser ist nichts mehr einfach nur Schrott. Zumindest nicht mehr, sobald wir damit fertig sind. Und ganz ehrlich, es gibt doch nichts Besseres als Sachen, die man selbst hergestellt hat, oder? Probieren Sie es mal aus. Forschungsterminal. Wählen Sie Forschung, um mit Forschungsdaten neue Baupläne und Verbesserungen freizuschalten. Wählen Sie Entwicklung, um aus den erforschten Bauplänen und gesammelten Materialien Ausrüstung und Nomad-Upgrades herzustellen. Oder Nomad? Können wir schon irgendwas erforschen? Waffen. Waffen? Huch. Zurück. Sturmgewehr, Zyklone. Wir probieren das einfach mal aus, oder? Geht das? Achso. Verstehe. Achso, okay. Wir haben 0 Milchstraße FD. Deswegen können wir das auch noch nicht erforschen. Gut,
Dann kommen wir hier noch nicht weiter. Bei Entwicklung wahrscheinlich das Gleiche, oder? Was? Entwicklung starten. Sind Sie sicher, dass Sie das Projekt in Sessor 1 entwickeln möchten? Es wird Ihrem Inventar hinzugefügt und kann über Ausstattungsterminals ausgerüstet werden. Geht das also doch? Was haben wir hier? Sturmgewehr Avenger. Ungewöhnlich, gewöhnlich. Sturmgewehr Mattock. Schaden 61 im Vergleich zu Schaden 34. Feuergeschwindigkeit 405 zu 525. Magazingröße 22 zu 33. Munition maximal 160 zu 300. Präzision 57. Ja, gut, für ein bisschen mehr Schaden. Obwohl, es ist halt doppelt so viel Schaden. Ne? Ich vertraue darauf, dass wir Waffen finden. Okay. Haben wir schon irgendwas in der Richtung hier finden können? Es sieht nicht so aus. Erfolgschance 74%. Läuft nach Abschluss ab. Greifen Sie ein feindliches Kommunikationszentrum an. Okay. Das haben wir uns auf jeden Fall gespeichert. Was haben wir hier hinten? Unser Tech-Labor ist der Traum jedes Ingenieurs. Perfekt für diffizilste technische Arbeiten aller Art. Verstehe. Hey! Hey. Was haben wir hier? Das ist das Biolabor. Wir können Pflanzen großziehen, haben damit Lebensmittel und Sauerstoff und können zudem diverse Exemplare sicher aufbewahren. Auch gut. Hey. Bio- und Tech-Labor. Hi. Da geht's runter. Okay, und was haben wir hier? Ah, das scheint das unser... Das ist das Quartier des Pathfinders. Ihr Quartier. Sams Router ist auch da unten. Kleidungs- und Panzerungsanpassungen können hier vorgenommen werden. Ja, ich würde einfach mal sagen, mit der Aussicht auf Nexus sind wir auch wieder am Ende der Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Gott, was bin ich denn so holprig? Und ja, ich würde mich super freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, lasst es euch noch besser gehen und ciao!